Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Bundesligaspiel. Sagen Wolf Fuß und Frank Buschmann, die auch diese Partie für Sie kommentieren werden. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Was kriegen wir heute vom BVB zu sehen, Buschi? Eine überragende Heimbilanz in dieser Saison bisher. Das ist die Basis ihres Erfolgs. In den Heimspielen zeigen sie absolut konstante Leistungen. Und folgerichtig gab es noch keine Niederlage. Mit Marco Reus haben sie einen unglaublich torgefährlichen Mittelfeldspieler in ihren Reihen. Kein Wunder, der Nationalspieler ist sehr, sehr schnell, verfügt über eine tolle Ballbehandlung und hat dazu ja noch, das wissen wir, einen tollen Abschuss. Das dürfte ein wichtiger Faktor in diesem Spiel sein. Und so tritt der BVB heute also an. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Und da ist sie, die Startaufstellung des FC Augsburg. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Das Westfalenstadion, wie der Signal Iduna Park bekanntermaßen zuvor hieß, wurde im April 1974 fertiggestellt. Damals spielte der BVB übrigens noch in der zweiten Liga und maximal 54.000 fanden darin Platz. Heute sind es über 80.000, eine immer wieder imposante Kulisse. Das erste Spiel im Stadion endete übrigens 0:0. Gegner war Bayer Uerdingen. Piszczek. Das könnte die Chance werden. Jetzt Piszczek. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Klasse gespielt, guter Steilpass. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. Weigel. Castro am Ball. Marco Reus. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Und da gibt der Freistoß. Song Wonji, da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Gucken wir noch mal drauf. Hier ist der Kopfballtreffer. Er ist gut hochgestiegen und trifft den Ball natürlich perfekt. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Weigel. Und wieder die Dortmunder in der Offensive.
Götze am Ball. Jetzt Aubameyang. Ein harter Zweikampf, aber es gibt Strafstoß. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens gelb. Der Elfer sitzt von Marco Reus. Er läuft an und verwandelt diesen Elfmeter. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Janka. Bayer. Altintop. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Wird das eine Torchance? Hinteregger. Stafelidis. Altintop. Ganz einfach an den Ball gekommen. Weigel. Jetzt vielleicht der BVB. Da passt er auf. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Götze. Nicht gut von Reus. Der Ball kommt nicht an. Kuh. Jetzt sind sie am Ball. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Christian Pulisic. Der ist noch heiß. Gute Aktion. Gut geklärt. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Gonzalo Castro jetzt. Weigel. Er bekommt Hilfe. Reus. Da ist er plötzlich völlig blank. Aber was ist denn das für ein Abschluss? Ja, den setzt er auf jeden Fall mal ein gutes Stück neben das Tor. Das kann er besser. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Marc Bartra. Götze. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1 und damit dürften die zweiten 45 Minuten richtig spannend werden. So, jetzt geht's endlich weiter. Hier kommt Durchgang 2 im Signal Iduna Park. Sehr gut aufgepasst. Den Ball treibt Aubameyang nach vorne. Gonzalo Castro. Aubameyang! Super Einsatz vom Torhüter. Es bleibt beim Unentschieden. Den hat er richtig gut abgewehrt. Die Ecke wird von Reus kommen.
die Chance per Kopf. Hinteregger. Super Aktion, gut geklärt. Castro am Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Die Chance! So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Und mit der Parade hält er sein Team im Spiel. Es steht weiterhin unentschieden. Dong Won-ji. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da zieht er ab. Fast die Führung. Marco Reus am Ball. Mario Götze jetzt. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Verhaag. Und jetzt gibt es Einwurf für Dortmund. Und jetzt Reus. Klasse gespielt, guter Steilpass. Da trennt er ihn fair vom Ball. Weigel. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Kuh. Mora weg. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Einwurf für den BVB. Sie bereiten einen Wechsel vor. Werfen wir mal einen Blick auf den Ballbesitz. Und wir erkennen, alles wirklich sehr ausgeglichen. Jetzt wird's gefährlich. Aubameyang! Den hält er super. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Verhaag. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Weigel. Wird das eine Torchance? Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Verhaag. Und jetzt sind es noch 5 Minuten. 5 Minuten Zeit also für beide Teams, hier doch noch den Siegtreffer zu erzielen. Könnte gefährlich werden. Aubameyang hat den Ball. Das könnte es sein. Ecke gibt's für den BVB. Das könnte gefährlich werden. Der Trainer wird wechseln.
Weigel. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Kuh. Wird's jetzt gefährlich. Damit endet die zweite Hälfte und es gibt keinen Sieger. Super!